Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung. Und Freundinnen. Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Yippie-a-yay. Mal sein Bild kaputt gemacht. Es ist schon wieder eine Feuerschale. Es ist schon wieder eine Feuerschale. Warum macht der zweimal hintereinander Feuer? Ganz einfach, den TIE Fighter, wir nennen das Ding mal beim Namen, den kann ja keiner nachbauen. Da ist ja, das funktioniert nicht. Das sehe ich ein. Und in den Kommentaren wurde geschrieben, Entschuldigung, meine Stimme, ja, müsst ihr hinnehmen, und in den Kommentaren stand nicht ganz, ja, reproduzierbar. Deswegen bereite ich Folgendes vor. Die Volksfeuerschale. Ich muss ein bisschen an der Zeichnung noch feilen. Cut-Programme sind immer so, du musst genau arbeiten. Du musst genau arbeiten und dem Programm halt sagen, wo sich Bleche wie treffen. Aneinander, ineinander, wird das ein ganzes Teil, sind das Einzelteile etc. pp. Mir war wichtig, ich hole mir aus diesen Blechen meine Maße. Jetzt haben wir Folgendes gemacht, wir haben ein bisschen geschnitten und mir ist aufgefallen, dass auch diese Feuerschale vielleicht ein bisschen groß ist. Nicht das Problem. Der Plan ist wie folgt, wir haben ein paar Zuschnitte, die über die Maße aufeinander abgestimmt sind, und wir werden uns etwas bauen, was ähnlich eines Blumenkübels aussieht oder ein Pokal oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, Pokalform, irgendwie so. 600 obere Öffnung,
Also groß, 400 unten im Bereich Brennraum und ein 500 breiten Fuß. Das heißt, wir sind oben ein bisschen breiter, unten ein bisschen schmaler. Sieht so aus. Hier sind noch keine Gimmicks drin. Die Vorarbeit habe ich bereits geleistet. Freunde und Freundinnen der schweißtechnischen Unterhaltung, willkommen bei Volks Feuerkorb. Hast du ein Déjà-vu? Wer eine Feuerschale hat, der kann halt brennen lassen. Da setzen wir uns aber dann vor, schön, ne? Das machen wir. Die sehen wir auch in Flammen. Safe. Ich bereite noch ein bisschen vor, ihr guckt mir ein bisschen zu und später am Tag haben wir ein schönes Feuerkörbchen. Großes Feuer. Aber auch sicher. Ne? Hier unten, Brennraum. Musst du schon viel reintun, damit die Flammen oben rauskommen. Ne? Ich bin heftbereit. Und das Schöne ist, ich mache alles mit einer Maschine. Weil irgendwie habe ich mich so ein bisschen verliebt. CTM 250 ST, hast du keine Sorgen. Plasma, WIG heften, MAC schweißen, Elektrode. Je nachdem, was du machen möchtest, kannst du mit dem Ding alles. Deswegen steht die auch hier. Brauche ich wenig umbauen. Das ist schick. Meine Stimme. Ich glaube, ich brauche Ricola. Schweißer Kräuter. Der Feuerkelch des Todes. Nein. Spaß beiseite, Freunde. Feuerkelch, ja? Wir nennen den Feuerkelch, weil wir lehnen uns ja immer an irgendeinen Film an. Ja? Der Feuerkelch. Wer also möchte, kann hier gleich seinen Wunsch reinwerfen. Ne, wie war das nochmal? Du musst den da reinwerfen. Das war ja irgendwie so ein das trimagische Turnier. Schluss. Schluss, Schluss, sonst, ja, da geht die Fantasie mit einem durch. Wir machen Folgendes. Wir haben das Oberteil des Kelches. Und das werden wir jetzt relativ zügig miteinander verheften. Wir gucken uns einmal die Maschine an und was ich da einstelle, um meine Heftstellen zu machen. Ich werde wie immer 120 Ampere nehmen. Das ist ein 2 mm starkes Blech. Also der wird tatsächlich ein bisschen länger halten. Und dieser hier wird nicht lackiert. Den lassen wir rosten. Ich habe den Plan, mir den Kelch so hinzustellen. Warum? Weil ich möchte die gerade Oberfläche der Platte nutzen. Jetzt sind die Bleche so gezeichnet, dass die 2 mm Wandstärke, naja, sich wie gesagt nur an einem klitzekleinen Punkt berührt. Das wird mitunter ein bisschen schwierig. Ist auch nicht nötig, das Ding wird brennen und wir werden es voll verschweißen und beschleifen. Das heißt, wenn du da 2 Meter weg bist, wenn du da, ich sag mal, ein bisschen Kantenversatz drin hast. Das ist an dieser Stelle nicht so wichtig. Das ist nicht das Treppengeländer, was so super präzise sein muss. Ich habe jetzt hier so eine ganze Menge kleiner Helferlein, weil das ein Winkel ist, der tatsächlich schwierig ist. Diese kleinen Dinger sind frei einstellbar. Und das Gute daran ist, ich habe eine ganze Menge. So ungefähr stellt er sich das vor. Damit kann ich ein bisschen ausrichten. Man braucht immer die dritte und vierte Hand. Ich kann auch helfen. Du bist die dritte und vierte Hand. Ja, du wolltest mich ja heute Morgen umbringen. Ne? Ich habe so getan, als ob ich festhalte, habe aber nicht festgehalten. Und du hast das getan, was du immer tust. Haben wir ja schon mal gesagt. Wenn du anpackst, ist es wie wenn drei Mann loslassen. Aber aus den Kommentaren geht ja hervor, dass ich dich immer ein bisschen zu viel, zu hart rannehme. Ne? Wobei man hier wissen muss, dass wir schon gemeinsam zur Schule gegangen sind. Könnt ihr euch vorstellen, ja, irgendwann in den 90ern. Und ich den Kerl hier, den Tafelmaler, seit 35 Jahren kenne. Und ich mache das seit 35 Jahren. Come on, die letzten 20 kriegt er jetzt auch noch rum, ja, bis in die Rente. Und dann sind wir durch. Und dann sind wir Rentner. Ne? Wie Waldorf und Stettler. Dann sitzen wir irgendwo da oben und gucken runter. Ab und zu grüßen. Ab und zu spucke. Können wir jetzt weiterarbeiten? Weiterarbeiten. Vom Witze machen wird die Schweißnaht auch nicht fertig. Es ist halt Freitag. Weißt du was, wir haben ja Feierabend gleich, ne? Dann können wir ja jetzt schon mal einen Kasten Wasser kalt stellen. Ja. Positionieren wir deine Kameras. Wir heften jetzt. Vier Rollenantrieb. Nur mal so, am Rande. Richtiger Offroader. So, und wenn du dann so eine Fingerfertigkeit hast wie meine, dann... Wurstfingerlevel? Ja, dann schweiß halt lieber Wick. Ne? Weil...
MIG 08, Zweitakt, 1x Gas und wir gucken hier drauf, Nacken. Ja, die Farbe ist genormt. Tannenbuschgrün. Argon, dunkelgrün und wir arbeiten mit 82% Argon, 18 CO2, nennt sich leuchtendes Grün. Wir reden immer vom Nacken, ja, es ist immer der leuchtend grüne Nacken und die Flasche ist grau. Bei uns heißt das hier Froschschenkelgrün. Und jetzt. Ah. So, 120 Ampere, ungefähr 119, 120, 21 Volt. Macht Sinn. Das ist sauber, das ist gut. Aber ich höre immer noch kein Gas. Jetzt ja. So, jetzt wird es schwierig. Und dann geht das auch schon los mit dem Spaß. So gut hat das jetzt geklappt? Das glaubt mir doch keiner. Jetzt ist er nicht im Winkel. Oben fehlen mir 5 mm, warum auch immer der eine länger ist, aber das sind so typische Problemchen. Aber das klappt ganz gut mit denen. Das gefällt mir ganz gut. So. Der ist schon wieder so groß. Ist gar nicht so sehr aus dem Winkel. Das ging jetzt ganz schön schnell bis hierhin, ne? Feuerkorb. Und ist groß genug? Ich würde sagen, ja, ne? Da geht was rein. Das geht gar nicht anders. Das wird einfach immer, ist so. Wird groß. So, hier oben machen wir ein bisschen gerade. Das passt aber. Hier unten machen wir ein bisschen sauber. Das sind die Plasmaschnitte tatsächlich. Alter Falter, wie viel Holz? Also bis du hier was siehst, da musst du aber schon was reintun. Ne? Und dann glüht die Hütte, aber richtig. Jetzt muss erst der Fuß gebaut werden und der Fuß muss sauber hier unten angeschweißt werden. Wir gehen jetzt, wir springen ein bisschen nach innen und springen dann ein klein wenig nach außen, so dass wir dieses Pokalkelch, dass wir die Optik herstellen können. So, ich hole die kleinen Teile, mache die ein bisschen sauber und dann kümmern wir uns schon um das Füßchen.
Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten, was bedeutet, dass wir jetzt bei diesem Segment angekommen sind, 400 mm oben, quasi Anschluss an den oberen Teil des Kelches, auf 300, was dann der Anschluss zum Fuß wäre. Sauber gemacht ist, sieht dann ungefähr so aus. Ja, wir halten die Winkel aneinander und wenn wir dann von oben fluchten, wäre es schön, wenn wir einen 90-Grad-Winkel haben. Das sieht auch hier so aus. Das ist gut. Das heißt, ich setze mir die eben fest mit ein paar Magneten und wenn das der Fall ist, heften wir den Mittelteil. Sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir in unserem Maß bleiben. 300 und ein bisschen mehr. Das heißt, ich hätte jetzt gerne Winkel beibehalten, den Kollegen ein kleines Stück nach innen. Passt. Hier oben ist ein bisschen Luft und der ist 2 mm länger als geplant. Das interessiert mich tatsächlich nicht. Wenn wir da also ein bisschen Luft haben, helfen wir uns mit Schweißdraht. Präzision an der Stelle tatsächlich wichtig. Ja, also ich hatte gerade richtig Probleme, das abzuheften. Sieht gut aus. Sieht gut aus. 402. 403, 402. Kreuzmaß 4,27, 4,25. Bleibt. Nichts drin, was mir Bauchschmerzen macht. Oberfläche ein bisschen abziehen. Wenn wir ein bisschen Luft haben, dann machen wir das mit dem Magbrenner. Ja, mit dem Magbrenner. So, ich gucke mir die anderen Bleche an und schau mal, wie die passen. Ganz einfach ist das. Ganz einfach. Ja, deswegen habe ich auch jetzt 2 Stunden damit verbracht, diese Fläche an diese untere anzupassen. Und wir haben immer noch, ich will nicht sagen Probleme, aber da ist eine Nummer. Ja, also je präziser man hier arbeitet, desto besser ist das. Wir werden also damit leben müssen, dass wir hier und da ein bisschen Luft haben. Wir haben einen ungefähr 500 mm breiten Fuß. So ist er laut Zeichnung. In reell sind das 495. Das heißt also beim Plasmaschnitt mit der Schablone, Schablone zu klein, Winkel anders, Probleme, Probleme. Haben wir jetzt sauber gemacht? Wichtig ist, dass sie alle übereinander passen. Wir verheiraten den Kollegen mit dem hier unten und danach geht es hier dran. Das ist der eigentliche Fuß, der steht auf dem Boden und mit dieser Kante werden wir hier oben anschließen. Ich gucke mir das noch ein bisschen an, richte etwas aus und dann drehen wir uns da einmal im Kreis und haben dann den Oberkörper fertig. Dann kümmern wir uns nur noch um den Fuß. So, auf geht's. Bisschen fummeln, heften, dann Füße. Ich mache mir jetzt hier in der Mitte eine Heftstelle. So, Mitte, Mitte, Mitte. Ah, dem habe ich jetzt schon 2 gegeben. Das ist schon wieder ein bisschen mutig hier. Wir drehen uns im Kreis. Also ich habe hier ein bisschen Luft gelassen tatsächlich, weil der Kollege Matera, ein mir bekannter Vorrichter,
hier ein bisschen zu viel Schindluder getrieben hat mit Plasmaschneiden. Ich sag ja, so eine Aufgabe alleine, ne? Das ist was für mich. Was sag ich immer? Das Projekt nie in der Mitte bewerten. Immer am Ende. So, und der will mich jetzt so ein bisschen, aber das kriegt er von mir nicht. Was mir natürlich jetzt einfällt, ist, dass hier schon wieder 735 Kilometer Nähte drin sind, ne? Ah, Materas, Jung. Hier das X. Nee, da. Hier. Hör mal, da wird doch ein Schuh draus hier. Der sieht super aus gerade. Der ist ja mal perfekt. Hier ist so ein kleiner... Oh, ich würde den so gerne jetzt abheften, ne? Der muss hier rüber. Siehst du das hier? Das ist genau eine Materialstärke. Und wenn wir uns auf der anderen Seite das anschauen, haben wir das gleiche auf der anderen Seite. Das ist also, hat so einen leichten bedeutet. Wir schleifen jetzt hier eine kleine Kante, weil hier hinten ist er sauber. Man könnte jetzt hinten heften. Ich muss kleinere Sachen bauen. Ich krieg das nicht mehr gehandelt. Der ist schon mal fest. Voll verschweißt werden muss der hier nicht, ne? Das ist totaler Quatsch. Boah, der gefällt mir gut. Freunde, wir haben noch einen kleinen Hauch. Ja, einen kleinen Hauch, aber nichts, was nicht schweißnahttechnisch gelöst werden kann. Wir suchen uns jetzt eine Ecke aus und richten uns dann nach dem großen Korb tatsächlich. Ja, ich möchte vorne, dass die Ecken schön sind. Mit der Luft werden wir klarkommen, auch wenn wir da ein bisschen vorsichtiger sein müssen gleich beim Schweißen. Lange Rede, kurzer Sinn, heften, sonst fällt der gleich wieder rein, weil wir ganz knapp mit unserem Maß sind. Also, auf geht's, anpunkten. Auf Wiedersehen. Freunde, Ecke hat geklappt. Hier habe ich den einmal mit dem Hammer massiert. Leider ein bisschen schade. Heften, gesund abheften. Dann drehen wir den. Ich will den jetzt mal, ich will den begutachten. Jetzt gucke ich erstmal, was ich hier habe. Und was ich hier habe. Hier ist nahezu perfekt. Einmal noch von vorn und dann Weldporn. Ah, ich freue mich. Ich freue mich, dass das gepasst hat. Wir haben hier und da ein bisschen Luft, haben wir gesagt. Ganz egal. Umdrehen, angucken. Jetzt.
Feel brand new. Feel brand new. Yeah. Klein sollte er werden, klein. Der Kelch, der Feuerkelch in klein. Ich kann nicht anders. Es funktioniert nicht anders. Gebrannt hat er am Freitagabend. Wir haben den schon gefeiert. Wir haben den schon gefeiert und ich habe hier kleine Schale. Wir wollen die Asche, die da drin ist, natürlich auch wieder rausholen. Haben wir dran gedacht. Er ist nicht offen geblieben. So,
paar Feuerbilder, gucken wir uns mal an. Ja. Gar nicht mal so schlecht. CTM 250, alles mitgemacht. Ja. Und alle Plasmaschnitte, jedes Blech, ob Bild oder Vorbereitung der Bleche, eine Düse. Eine Kontaktdüse. Bitte einmal gucken. Der wird rosten, ja, der bleibt nicht so shiny. Ich muss jetzt mal auf die Suche gehen nach einem temperaturbeständigen Klarlack. Das wäre noch was Feines. So, jetzt wollen wir noch ein paar Feuerbilder sehen, ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir sehen uns wie immer in der nächsten. Ich chill mich. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir, die Woche ist um. Jetzt müssen wir warten. Die Sonne scheint noch. Jetzt müssen wir warten, dass die Sonne untergeht, damit wir zünden können. Aber dann? Dann wird gebrannt. Ich habe nämlich Durst.